Hallo Leute, seid willkommen zu meinem heutigen Tagebuch. Nach langer Zeit habe nur noch ich mich mal dazu entschlossen, mir Call of Duty 4 Modern Warfare zuzulegen. Spoiler und dergleichen gibt es wie immer gratis und auf eigene Gefahr. Als ich so durch den ortsansässigen Elektrofachmarkt schlenderte, blinkte mich plötzlich die Packung des Spiels für 20 Euro an. Für 20 Euro dachte ich, kann ich ja ruhig mal zuschlagen und nachsehen, warum beinahe jeder User im Internet einen unübertrefflichen Stern am Ego-Shooter-Himmel gesehen haben will. Wenn man sich zum Beispiel die Lasertests so ansieht, da befinden sich wirklich nur ganz klitzekleine winzige Ausnahmen, bei denen kein hoher 90er vergeben wurde. Demnach war es tatsächlich mal höchste Zeit, dass ich mir als passionierter Spieler, der ich nun mal bin, das Spiel zulege und eine eigene Meinung entwickle. Nun, was soll ich sagen? War ganz nett. Nein, wirklich, das Spiel ist wirklich sogar an manchen Stellen verdammt großartig. Aber insgesamt muss ich sagen, gibt es doch andere Titel, die mich mehr begeistert haben. Wie schon in meinem dezent ausufernden schriftlichen Beitrag beschrieben, wäre da schon mal die Art und Weise, wie in Modern Warfare die Darstellung von Gewalt transportiert wird. Da ist nicht der Hauch von Ironie. Es wird auch keine wirkliche Tragik oder Dramatik aufgebaut. Es ist einfach nur krass auf den Schockeffekt ausgelegte Gewalt, die einen schocken soll. Gleich zu Beginn muss man aus der Ego-Perspektive erleben, wie jemand erschossen wird. Ganz ehrlich, muss das denn sein? Als abgehärteter und erwachsener Zocker schockt mich sowas einfach nicht mehr. Ich bin eher ein wenig angewidert von dieser plumpen Idee, mich aus der Ego-Perspektive durch ein Kriegsgebiet fahren zu lassen, um dann am Ende der Fahrt erschossen zu werden, während der Vorspann läuft. Ich bin wahrlich kein Kostverächter. Titel wie Die Gänge des Krieges oder auch God of War habe ich mit Freuden durchgezockt und dies auch und aufgrund der überzogenen Gewaltdarstellung. Dort wird sie aber durch ein abstraktes Szenario anders transportiert. Wenn ich mit Kratos einer Harpie die Flügel ausreiße und anschließend den Kopf wegtrete und dazu laut brülle, damit mich die Götter im Olymp hören können, dass ich auf dem Weg zu ihnen bin, dann ist das ein cooles und vor allem realitätsfernes Szenario. Da kann ich mich gedanklich drauf einlassen. Auch bei Gears of War ist es pure Fantasie, wenn diese übertrieben bulligen Plastiksoldaten in den Kampf ziehen gegen mutiertes Ungeziefer, das unter der Erde haust. Ich meine, die haben eine Kettensäge am Gewehrlauf. Noch komischer geht es ja wohl kaum. Bei Modern Warfare macht das Spiel aber den kompletten Verlauf über keinen Hehl daraus, dass es eine realistische Atmosphäre aufbauen will, die einen schocken soll, weil es echt sein könnte. Das will ich gar nicht. Ich will ein griechischer Kriegsgott sein, ich will ein bulliger Plastiksoldat sein, aber ich will kein Gefangener sein, dem das Hirn weggeschossen wird. Das ist eine feine Grenze, die Modern Warfare bei mir überschritten hat, und das gleich zu Beginn des Spiels. Aber ich will das Ganze jetzt auch nicht zu sehr überbewerten. Solche Szenen sind ja nicht ununterbrochen vorhanden. Dennoch stoßen sie bei mir halt immer wieder unangenehm auf. Ich frage mich dann immer, ist das eigentlich noch Unterhaltung? Ich bekomme ja auch keine wirklich kritische Botschaft vermittelt. Wenn die Message des Spiels lauten würde, Krieg ist scheiße und der Tod schon mal erst recht, dann wäre es schon wieder etwas anderes. Aber ich konnte bei Modern Warfare diese Botschaft nicht entdecken, denn dafür wurden meine Handlungen durch die vielen geskripteten Ereignisse viel zu sehr zum Heldentum hochstilisiert. Wenn man angefeuert wird von den Kameraden, hey, lauter Einzelteile hier, und Fahrzeuge explodieren wie in einem Michael Bay-Film, dann kann ich hinter all dem Rauch einfach keine kritische Botschaft mehr erkennen. Auch das Spielprinzip trägt dazu bei, dass man die eigene Sterblichkeit keine Sekunde lang hinterfragt, da man immer kurz nach dem Ableben ja an derselben Stelle wieder auftaucht. Auch braucht man nur kurz in Deckung gehen und schon ist man geheilt. Spielerisch mag ich diese Spielmechanik bei Ego-Shootern, da die Suche nach Medikits einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es trägt in diesem speziellen Fall, finde ich, dazu bei, eine kritische Botschaft zu unterdrücken. Jetzt habe ich aber auch wirklich genug gemeckert. In den knapp 6 Stunden, die ich fürs Durchspielen benötigt habe, habe ich ja dann doch durchaus Spaß gehabt. Auch das Leveldesign feuert einige richtig tolle Ideen ab, wobei die Idee des Tschernobyl-Levels, bei dem man sich als Sniperschütze über eine große Entfernung an das Ziel schleicht, für mich klar die gelungenste ist. Hier erinnert mich die Atmosphäre an den Film Shooter mit Mark Wahlberg. Gerade, dass man hier von einem erfahrenen Soldaten geleitet wird, sorgt dafür, dass man sich genau so verhält, wie es das Spiel von einem erwartet, ohne dass man das Gefühl hat, man würde wie auf Schienen geleitet. Die tolle Grafik unterstützt das Ganze dann auch noch perfekt, indem sie die Tarnung der Anzüge derart überzeugend mitsamt der Umgebung darstellt, dass es eine einzige Freude ist. Der dann nach dem Sniperschuss aufkommende Tempowechsel durch die schnelle Flucht mit der zusätzlichen Dramatik, dass man seinen Kameraden, der einen bis eben noch mit Rat und Tat durch das gefährliche Kriegsgebiet gelotst hat, auf den Schultern tragen und retten muss, das ist einfach inszenatorisch fantastisch und lässt mich endlich mal eine Bindung zu einer der Figuren im Spiel aufbauen. Leider gibt es nur ein Level dieser Machart. Aber auch der Rest des Spiels hat dem Shooter-Fan in mir viel zu bieten. Was mich zum Beispiel an der Grafik besonders begeistert,
ist nicht nur die Tatsache, dass sie in der Lage ist, richtig tolle, realistisch aussehende Szenarien darzustellen, sondern auch die Tatsache, dass das Spiel selbst auf schwächeren Systemen immer noch verdammt gut aussieht. Das ist eine programmiertechnische Meisterleistung, die ich wirklich anerkennenswert finde. Die Explosions- und Raucheffekte sind ebenfalls, zumindest rein optisch gesehen, einfach fantastisch. Genau wie die hammermäßige Soundcodierung. Hier kracht, rumst und splittert es einfach an allen Ecken und Kanten, dass man nur dringend empfehlen kann, das Spiel mit einer Surround-Anlage zu zocken. Auch das Mittendrin-Gefühl ist in Call of Duty 4 fantastisch umgesetzt worden. Stets hat man Kameraden dabei, die einem helfen und unterstützen. Dadurch bekommt man das Gefühl, nur ein Teil des Kampfes zu sein und nicht wie in anderen Ego-Shootern ein Alleinunterhalter, der für alle den Tag rettet. Dennoch müssen die entscheidenden Aktionen immer vom Spieler selbst durchgeführt werden. Auch rücken die Truppen nur dann immer weiter vor, wenn es der Spieler vormacht. Zum Zuschauen ist man also nie verdammt. Dennoch werde ich mir wohl nicht den Nachfolger zulegen. Auch nicht, wenn er dann mal 2 Jahre später für 20 Euro zu haben sein sollte. Die Art und Weise, wie die Entwickler ihr Spiel designen, ist einfach nicht ganz meine Wellenlänge. Ich finde Modern Warfare, wie gesagt, technisch beachtenswert und auch die inszenatorischen Ideen teils sogar genial. Aber die viel zu häufige, martialische und für mich aufgesetzte Gewalt gefallen mir einfach nicht. Auch dass die Levels keine echten Taktiken bieten, sondern vielmehr ein schnelles Durchrennen durch die Levels verlangen, verbunden mit taktischen Zielübungen, ist nicht so meins. Da mag ich es lieber, wenn ich mehr Freiheiten bekomme. Das war mein Senf zu Call of Duty 4 und ich sage Tschüss bis zu meinem nächsten Tagebucheintrag.